Hi, mein Name ist Matthias und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video lernst du, wie du mit ChatGPT lernen kannst. Bevor wir nun mit diesem Video starten, hier noch ein kleiner Hinweis. Wünschst du dir zu einem Thema ein Video, so schreib es doch in die Kommentare. Wie du siehst, befinde ich mich in der Arbeitsoberfläche von ChatGPT. Was du hier genau alles finden kannst, erfährst du in anderen Videos. Die Videos sind in der Videobeschreibung und oder in der Playlist zu finden. Bevor wir nun in die Anwendung gehen, erkläre ich noch kurz, was Lernen mit ChatGPT eigentlich bedeutet. ChatGPT hat ein umfangreiches Wissen über die verschiedensten Themen. Möchtest du hier nun mit ChatGPT lernen, beispielsweise für Mathematik, Deutsch, Englisch oder anderen Sprachen oder auch sonstiges, so kannst du hier ChatGPT einfach sagen, er soll beispielsweise Lehrer spielen und dir Multiple-Choice-Aufgaben stellen und du kannst diese beantworten. Ebenfalls kannst du hier von ChatGPT beispielsweise Mathematik oder auch sonstiges Aufgaben erstellen lassen, welche du im Anschluss nacharbeitest und die Antwort an ChatGPT gibst und ChatGPT wird dir diese korrigieren. Hier noch ein kleiner Hinweis. Auch wenn ChatGPT ein umfangreiches Wissen hat, so können trotzdem hier Fehler passieren. Das heißt, auch wenn man mit ChatGPT super lernen kann und in den einfachen Sachen es meistens richtig liegt, gilt hier keine hundertprozentige Garantie. Gut, wie machst du das nun? Um dies zu tun, habe ich mir hier einen Befehl vorbereitet, und zwar einen Beispielsbefehl. Du bist jetzt mein Lehrer. Kannst du mir bitte Multiple-Choice-Aufgaben stellen zum Thema Mathematik? Fokus hierbei liegt auf Trigonometrie, Sinus, Cosinus und Tangens. Ich antworte dir und du sagst mir, ob ich richtig liege. Sollte ich falsch liegen, liefere mir bitte eine Erklärung, warum. Was habe ich hier nun ausgesagt? Im ersten Satz sage ich, du bist mein Lehrer. Das heißt, ich stelle ganz klar, was ChatGPT nun machen soll, beziehungsweise wen er es verkörpern soll. Im nächsten Satz schreibe ich, kannst du mir bitte Multiple-Choice-Aufgaben stellen? Das heißt, ChatGPT weiß nun, es handelt sich um die Aufgabenstellung in Multiple-Choice-Form und nichts anderes. Zum Thema Mathematik. Das heißt, hier sprichst du das Hauptthema an. Natürlich ist die Mathematik oder auch ein anderes Hauptthema riesig und umfasst viele verschiedene Inhalte. Deshalb schreibst du im nächsten Satz, Fokus hierbei liegt auf. Das heißt, du grenzt das Ganze ein. Trigonometrie, Sinus, Cosinus und Tangens. Jetzt haben wir das Thema bestimmt und die Art der Aufgabenstellung. Jetzt noch, was ich als Schüler mache. Ich antworte dir hier im Chat eben und ChatGPT sagt nun, ob ich richtig liege oder eben nicht. Und ganz wichtig, wenn ich das nicht bin, dann bitte um Erklärung, warum. Das heißt, schicke ich nun diesen Befehl ab, so wird mit ChatGPT hier Multiple-Choice-Fragen stellen, in diesem Fall zu Sinus, und ich kann nun hier reinschreiben, die Antwort auf Frage 1 ist A. Ich schreibe das mal. Habe ich das nun geschrieben? So steht hier nun, leider ist das nicht korrekt, die richtige Antwort wäre C gewesen. Nun haben wir hier die Erklärung, warum das so ist. Das heißt, du kannst nun hier mit ChatGPT interagieren und mit ihm oder mit es lernen. Wichtig hier dabei ist, solltest du neue Aufgaben benötigen, so schreibe einfach rein, schreibe mir weitere Aufgaben. Und im Anschluss kannst du mehr Aufgaben bekommen. Und so geht es weiter. Zum Schluss dieses Videos noch eine kleine Empfehlung meinerseits, und zwar möchtest du dein ChatGPT-Wissen auffrischen oder erweitern, so empfehle ich dir den ChatGPT-Einsteigerkurs von iLearn. Dort lernst du in aufbauenden Modulen das ganze Wissen rund um das Thema ChatGPT. In jedem der Module bekommst du zahlreiche Downloads in Form von Übungen und sonstigen Hilfsmitteln, welche dir zur freien Verfügung stehen. Am Ende des Kurses kannst du dein erlangtes Wissen auf die Probe stellen und dir bei Erfolg dein ChatGPT-Einsteigerkurs-Zertifikat für deinen Lebenslauf abholen. Abonniere ruhig diesen Kanal für weitere Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ich freue mich auf dich, dein
Matthias.